Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Shorts. Wir häkeln Shorts. Ja, es werden noch mehr Shorts und luftige Bekleidungsstücke folgen. So ist es nicht. Wir haben es ja nun mal erst gerade Frühling. Und ich habe einfach keine Shorts im Schrank. So, 100% Acrylic. 100 Gramm, 175 Laufmeter. Dann haben wir hier die nächsten Hinweise. Das ist allerdings aus einem 5er-Pack, sag ich gleich dabei. Das ist Farbe 12 und Farbnummer könnt ihr selber lesen, denke ich mir einfach mal. Dann 40 Grad waschbar. Das finde ich immer sehr wichtig. Haben viele Garne nicht. Da haben wir nur 30 Grad Wäsche. Ist für Nadelstärke 4, 4,5. Ob nun gestrickt oder gehäkelt, ist egal. Ich werde es, damit es kompakt wird, mit meiner 3,5 Prüm Ergonomics versuchen zu häkeln. Wenn es nicht klappt, steige ich um. Jetzt versuchen wir das erstmal hier. Ist ein sehr dickes Garn, ne? Also kommt auch nicht. Es kommt blau in der Kamera rüber, ist aber türkis. So, schauen wir mal, ob wir mit der 3,5er was ausrichten können. Ist ja eine ganze Nadelstärke kleiner. So. Ich fange wie immer mit meinem elastischen Maschenanschlag an. Ja, doch, man kann damit häkeln. Das geht. So, und das mache ich dann jetzt so weiter, bis ich meinen Bauchumfang komplett einmal um euch herum gemessen habt. Denn das müssen wir haben. Also ihr müsst dann selber wissen, wo soll eure Shorts sitzen. Oberhalb des Bauches oder auf dem Bauch direkt. Das müsst ihr selber entscheiden und dann einmal komplett um euch herum messen. Bis gleich. Diesen Knoten hier ganz am Anfang löse ich natürlich wieder auf. Kann ich natürlich jetzt mit einer Hand schlecht machen. Auf alle Fälle wird der aufgelöst. Und ich bin jetzt doch auf eine Nadelstärke größer geswitcht. Ich habe jetzt, ich glaube, das ist eine 4,5er, wenn nicht sogar eine 5er Nadel. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Da müsste ich in den Karton gucken, wo ich es rausgenommen habe. Das kann ich euch dann gleich berichten. Ich habe das jetzt hier einmal um mich herum geschlagen. Ihr seht es. Ich kann euch da jetzt keine Ihr habt es gemerkt, das Handy ist vom Stativ geknallt. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, dass es nicht noch einmal passiert. Denn nochmal das Video aufnehmen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Also, weil da auch schon die Angaben drin sind vom Wolleverbrauch und so weiter,
Ja, es ist natürlich von Hobby das Garn, da steht aber nirgendwo hier drauf. Ja. Ich werde da, ja, keine Ahnung, ob ich das rausschneide oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. So, ich habe jetzt also hier um mich herum das Ganze gemessen, nur einfach um mich herum gemessen. Und jetzt werde ich noch nicht zur Runde schließen, das müssen wir nämlich auch noch machen, sondern einfach, jetzt fokussiert es wieder nicht. Es erstellt nicht scharf. Super. Das auch noch. Einfach mal drei Luftmaschen. Dann das Ganze. Das gefällt mir nicht. Moment. Ich habe da mal ein bisschen was an der Kamera gedreht, gemacht, getan, damit das hier auch mal so ein bisschen wieder fokussiert, scharf stellt. So. Es ist natürlich ja nicht alles so ganz einfach. Umschlag auf die Nadel. Dann. Ja, genau. Das untere nach oben drehen. Dann habt ihr die schönen Maschen sichtbar. Und jetzt fangen wir hier an, unser erstes Stäbchen in die erste Einstichstelle zu arbeiten. Umschlag auf die Nadel. Nächste Einstichstelle. Umschlag. Und das macht er jetzt die ganze Reihe so. Und damit mir kein weiterer Crash passiert, werde ich das Video gleich beenden. Denn das dauert jetzt natürlich ein wenig, bis man hier die Maschen abgearbeitet hat. Aber ihr seht ja schon durch das dicke Garn, wie schnell man da nun wirklich vorankommt. So, dann mal bis gleich. Daumen rücken, dass das Handy nicht schon wieder runterknallt. Wir sind jetzt auf dem letzten Stück dieser Reihe. Nee, stopp, da war was falsch. Vorletzte und letzte. Eins, zwei, drei, wenden. Und jetzt häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne und eins von hinten. Nein, machen wir nicht. Blödsinn, wir müssen die ganze Reihe schließen. Oh Gott, ja, der Crash, der hat mich jetzt schon wieder weggehauen. Wir müssen jetzt das alles hier zur Runde schließen, liebe Leute. Und aufpassen, dass wir jetzt nichts verdrehen. So ist es dann richtig. Kann ich jetzt gerade nicht durch die Kamera ziehen, die ganze Sache.
Ich muss jetzt selber. Nee, da habe ich schon was falsch gemacht. Ich muss jetzt schauen, dass ich das Ding hier mit einer Kettmasche verbinde und nichts verdrehe. Was ist jetzt hier oben? Was ist unten? Alles klar. Da habe ich meine Maschen. Also ist das die obere Seite. Und die muss ich auch haben. Dann gehe ich hier in die dritte Luftmasche von unten gezählt rein und mache meine Kettmasche. Jetzt nochmal bitte nachgucken, ob ihr hier nichts verdreht habt. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das alles glatt aufeinander liegt und nicht hier irgendwie so, stopp, so, da sind wir, nicht irgendwie so oder sonst irgendwie, oder keine Ahnung, oder so jetzt verdreht ist. Dann habt ihr nämlich alles falsch gemacht. Und dann dürft ihr nachher die ganze Shorts wieder aufmachen. So, und jetzt mache ich meine drei Luftmaschen. Und nun fange ich an mit meinen Reliefstäbchen von vorne und von hinten. Rippenmuster. So, wenn ihr dann am runden Ende seid, sprich hier, wo eure drei Luftmaschenersatzstäbchen liegen, dann bitte in die oberste Luftmasche hier einstechen und eure Kettmasche machen, dann wieder drei Luftmaschen wenden, ist das Beste, finde ich. Dann bleibt diese Stelle hier. Bleibt gerade, verzieht sich nicht nach rechts oder nach links, also wie so eine, ja, wie soll man das nennen, wie so eine, ach Mensch, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ich komme nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dann da, wie gesagt, hier einstechen mit einer Kettmasche, drei Luftmaschen und dann Spirale, wie eine Spirale, genau. Also das bleibt dann hier gerade, wenn ihr dann wendet und dann fangt ihr einfach an. Ne? Ihr seht natürlich bei diesem Garn super zu erkennen. Die Maschen, die hinten liegen, da sind die hinteren Reliefstäbchen. Die Stäbchen, die euch anspringen auf der anderen Seite dann, runden Seite, runde, sind dann die vorderen Reliefstäbchen. Also wenn ihr das Ganze jetzt dreht, ja, so. Dann arbeitet ihr ja von innen weiter. Dann seht ihr ja, aha, hinteres Reliefstäbchen da und vorderes Reliefstäbchen. Und genauso müsst ihr dann auch häkeln. Und immer schön aufpassen, dass ihr dann in euer, hier in das Ersatzstäbchen, in die dritte Luftmasche, eure Kettmasche arbeitet. Gut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Stück hier so, also ich für meinen Teil, so gearbeitet habe, dass ich sage, okay, das Bündchen reicht jetzt für mich. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Jetzt machen wir mit halben Stäbchen weiter. Eins, zwei, drei, nee, nur zwei. Wenden und hier ist unsere nächste Einstichstelle. In jeden Maschenkopf ein halbes Stäbchen.
Und das dann, bis die Runde hier zu Ende ist, dann sich die zweite Luftmasche von unten gezählt suchen, eine Kettmasche reinhäkeln, zwei Luftmaschen und wenden. Und dann geht es mit halben Stäbchen weiter. Ich weiß aktuell auch nicht, wie lang das Bündchen geworden ist. Eins, zwei. Ich habe nur drei. Nee, vier. Vier Runden gehäkelt. So dick ist das Garn. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, denn so geht es jetzt erstmal einige Runden weiter. So lange, bis ihr ja für euch sagt, okay, jetzt können wir zwischen den Beinen also jetzt können wir die Beine abteilen. Jo, bis dann. Soweit bin ich jetzt hier. Das passt also ja über beide, fast knapp über beide Pobacken, sagen wir es mal so. So, und jetzt gehe ich hin, weil ich ja hier meine Naht habe von den von den Kettmaschen, genau. So. Kann ich jetzt hier hingehen? Das behalte ich mir jetzt so hierbei und werde das dann hier erstmal miteinander jetzt verbinden, damit ich weiß, aha, na, so mittig. Mittig ist circa hier bei mir. Kontrolle, bitteschön. So, das kommt jetzt nicht auf eine Masche hin oder her an. Es geht nur darum, das hier zu verbinden hier. Natürlich auf der rechten Seite. Und ja, ich hoffe, ihr seid am Anfang eurer Runde. Habt ihr dann bitte nicht in die allererste Masche reingestochen, sondern in die zweite, in den zweiten Maschenkopf. Das ist auch nochmal wichtig. So, sonst nehmt ihr eventuell zu. Das wollen wir ja nicht. Ich mache jetzt hier wieder meinen elastischen Anschlag, hätte ich bald gesagt. Heißt hier in die erste Luftmasche zurück, wenn wir zwei gehäkelt haben. Bisschen länger ziehen, neue Luftmasche bilden und feste Masche in die Luftmasche vorher, in die vorherige zurück. Luftmasche neu bilden und feste Masche. Ich mache das für mich jetzt so. Ja, 20 Luftmaschen. Das müsste für mich als Abteilung der Beine reichen. Ja, vielleicht reichen auch 15. Ich muss es mal dann sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. So, und dann melde ich mich wieder, wenn ich meine Anzahl an meine Kette fertig habe. Bis gleich. Ich habe jetzt eine 15er Kette gemacht. Das reicht mir. Und jetzt gehe ich hier hin, wo der Maschenmarkierer drin sitzt und mache da eine Kettmasche rein. Und schon habe ich die Beine abgeteilt. Wer jetzt möchte, weil wir erstmal jetzt von innen laufen, kann natürlich jetzt, wir machen jetzt hier auch zwei Luftmaschen, kann jetzt hier eine übergehen oder es einfach so machen, bis zur Hälfte. Und nochmal drei auf der Nadel, einfach für die Rundung, also
von der Mitte zum Oberschenkel hin. Und dann einfach mit halben Stäbchen weiter. Erstmal. Wie viele Runden ihr das machen möchtet, bleibt euch überlassen. Ich möchte das einige Runden so machen, melde mich aber gleich wieder, wenn ich am Rundenende angekommen bin, beziehungsweise hier das Stück dazwischen bearbeite. Bis gleich. Da ich jetzt hier fast am Rundenende bin, mache ich das mit euch zusammen, damit ihr wisst, wie ihr jetzt weiter vorgehen müsst. Denn hier ist ja alles noch sehr, ja, instabil. So, jetzt gehen wir hier rein. Eins, also zwei auf der Nadel. Und dann gehen wir da rein, wo der Maschenmarkierer sitzt. Und häkeln das alles zusammen ab. Und schon haben wir da auch ihr wisst, was ich meine, ne? Eine Abnahme gemacht, das wollte ich sagen. So, und jetzt geht es hier mit den festen Maschen von der Seite aus weiter. Nicht mit den mir fehlen dauernd die Worte, ne? Mit den Luftmaschen, das wollte ich sagen. Denn die andere Seite vom Bein behäkeln wir die Luftmaschen. So haben wir es dann ein bisschen einfacher, das hier alles hinzukriegen. Hier sind die gleich wieder runter segelt hier. Das muss ich gar nicht mehr haben. Das ist ja fürchterlich. So. Und jetzt brauchen wir auch hier keine Abnahme mehr zu machen, denn die haben wir jetzt von beiden Seiten gemacht. Alles ist gut. So, hier kommen wir aufs runden Ende zu. Jetzt machen wir hier, da liegen unsere zwei Luftmaschen vom Reihenanfang, von dem Ersatzhalbenstäbchen hier einfach jetzt rein in die zweite von unten gezählt Luftmasche. Zweite Luftmasche von unten gezählt. Kettmasche. 1, 2. Wenden. So, nun zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Im Ganzen. Damit ihr das auch mal seht. So. Da sind wir jetzt gerade bei dem Bein dabei. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich finde sie hübsch. Es kommt aber noch ein ganz, ja, ein Detail, weil das Format haben wir hier schon mal, das Modell kennen wir. Aber das Detail, was ganz zuletzt kommt, das macht dann das andere Modell aus. Bis dann. Ihr wisst ja jetzt Bescheid, ne, wie wir das dann machen müssen. Ich zeige es euch aber noch mal gerne. Uff. Moment. Handy will wieder nicht, wie ich will. Stativ will auch nicht, wie ich will. Ist alles sowas von typisch. So. Garn ist gleich auch zu Ende. Kein Problem. Wir haben noch zwei Knäuel von 5. So, müssen wir eben gucken hier. Na. Wo ist jetzt da? Da. So, wir haben jetzt ja gewendet. Und jetzt müsst ihr selber entscheiden, wo ihr da einstecht. Ich persönlich steche nicht hier ein. Da mache ich eine Zunahme. Obwohl das nicht nach Zunahme aussieht. Ich kann es euch mal demonstrieren. So.
Ja, ich kann es euch auch nochmal demonstrieren, wenn ihr da einstecht. Das ist jetzt direkt neben dem ersatzhalben Stäbchen. Ihr entscheidet jetzt, ne, was ihr machen möchtet. Jo. Dann würde ich sagen, ich melde mich dann wieder, denn das zweite Bein, das ist ja nun klar. Ihr könnt dann hier anschlingen, neu anschlingen, lauft aber dann natürlich erstmal, ja doch auch außen, klar. Dann habt ihr das Ganze, ups, dann habt ihr das Ganze so. Ihr schlingt dann, ja, ich würde euch echt raten, nicht hier in das große Loch einzuschlingen oder, ja, relativ, was auch doof. Ich würde euch echt raten, dann hier den neuen Faden zu beginnen anzuschlingen. Und dann hier eure Abnahme machen, die habe ich euch ja gerade gezeigt. Hier rüber, über die Mitte. Und dann hier eure letzte Schlaufe, dann hier eine Schlaufe rausnehmen und da nochmal eine Schlaufe rausnehmen und die drei abnehmen. Habt ihr da auch eure Abnahme gemacht? Danach gibt es keine Abnahmen mehr. Und dann hier weiterlaufen mit halben Stäbchen, bis ihr wieder an eurem runden Ende hier angekommen seid. Dann macht ihr die Kettmasche in die zweite Luftmasche von unten gezählt. Macht wieder zwei Luftmaschen, wendet und lauft innen. Juh. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Bis dann. Ich muss jetzt einen neuen Faden hier anschlingen. Und das mache ich mal eben mit euch zusammen, damit ihr das sehen könnt, wie das funktioniert. Da ein bisschen näher Faden lassen. Hier den Faden dann eben halt anziehen. Dann nehme ich mir beide Fäden auf die Nadel, steche, halte mir das natürlich alles ein bisschen stramm und steche dann hier in meine Einstichstelle ein und mache mein halbes Stäbchen. Jetzt muss ich diese beiden Kollegen hier noch ein bisschen festhalten, aber ich häkel mir die jetzt hier mit ein. Und somit sind sie dann weg. Müssen nicht mehr vernäht werden. Puh. Und man hat sein Ziel sozusagen erreicht. So, und da ich jetzt hier auf der 11. Runde bin, habe ich am Anfang der Runde eine Masche abgenommen, weil ich das bei der anderen Seite genauso gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch dann gleich, bei der 12. Runde, wie das funktioniert. Ihr seht, die beiden Herrschaften sind hier wirklich sehr widerspenstig und wollen da einfach nicht, ja, sich mit einhäkeln lassen. Ja. So langsam wird es, verschwindet es. Nun mal eben hier den ganzen Schlacks nach oben holen, damit ich hier mal ein bisschen besser arbeiten kann. Das Gewicht zieht nämlich gut nach unten. Gut, dass ich hier einen Fünferpack eingearbeitet habe, beziehungsweise ja, fünf Knäuel habe, weil die braucht man auch. Für Größe 44, 46 in meinem Fall. Den Rest werde ich dann wohl in der anderen Farbe mit einarbeiten. Denn das ganze Knäuel werde ich nicht mehr brauchen. Ja, doch, für das Bindeband brauche ich noch ein bisschen. So. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich hier nicht mehr einsteche, sondern direkt dahin gehe, wo ich meine Kettmasche reinhäkeln kann, in meine Zweier-Luftmaschen-Kette. Genau, so. Eins, zwei. Umdrehen.
Und somit laufen wir jetzt von innen weiter. Hoffentlich kracht mein Handy nicht runter. Jetzt ist es so. Da müssen wir jetzt einstechen und uns die erste Masche rausholen. Haben also somit zwei auf der Nadel. Hier noch eine. Drei. Eins, zwei, drei. Ihr seht es. Und zack. Alle drei mit einem Mal haben wir eine Masche, ein halbes Stäbchen weniger, genau. Und das machen wir dann gleich nochmal am Ende der Runde. Aber das haben wir jetzt, ich habe jetzt schon die 12. Runde. Ich habe das über zwei Runden, die 11. und die 12. jetzt gemacht, um einfach meinem Bein anzupassen. Ich habe halt einen sehr korpulenten Umfang am Oberschenkel und ja, da muss man denn immer mal wieder anprobieren, wo muss ich jetzt enger werden und wo muss ich Maschen abnehmen. Ja, so ist das. So ist halt jeder Mensch auch anders gebaut. So, ich melde mich gleich wieder, wenn ich am Rundenende bin. Ich bin jetzt hier am Ende der Runde, mache jetzt hier meine zweite, hole jetzt hier meine zweite Schlaufe raus und steche jetzt hier direkt in diese zweite Luftmasche von unten gezählt Ersatz halbes Stäbchen ein, hole mir den Faden durch und ziehe den durch alle drei gemeinsam durch. Jetzt 1, 2, 3, denn jetzt kommt das Muster, was wir noch machen müssen. So, jetzt habe ich mir hier den Faden verdreht. Jetzt kommt nämlich der Clou an diesem Modell. Und zwar geht das so. Wir stechen in die 1, 2, 3, vierte in den vierten Maschenkopf ein und häkeln drei Stäbchen in eine Einstichstelle und nochmal. Jetzt müssen wir zwei Luftmaschen häkeln, wieder Umschlag auf die Nadel. Und in die gleiche Einstichstelle, wo schon die drei Stäbchen drin sind, nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. So. Das zieht hier unheimlich nach unten. Ich versuche das mal ein bisschen nach oben zu packen hier, dass ich da ein bisschen besser arbeiten kann. Jetzt lassen wir 1, 2, 3 aus, machen hier in die vierte, in den vierten Maschenkopf einfach nur eine feste Masche. Jetzt 1, 2, 3, 4, Umschlag auf die Nadel und drei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Zweite Stäbchen und drittes Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. In die vierte eine feste Masche. Weiter 1, 2, 3, hier in die vierte Einstichstelle, drei Stäbchen, 1, 2, 3, zwei Luftmaschen. Und nochmal drei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und so geht das die ganze Zeit jetzt weiter. Bis zum Rundenende. Und da sehen wir uns dann
gleich wieder. Bis dann. Ich bin jetzt hier kurz vor Ende meiner Runde. Hier ist sind meine drei Ersatzstäbchen. Da muss ich gleich hin. Jetzt müssen wir hier erstmal zählen. 1, 2, 3, aha. Da nochmal eine Kettmasche. Quatsch, eine Kettmasche, eine feste Masche rein. So, und jetzt schließen wir das Ganze. 1, 2, 3. Mit einer Kettmasche zur Runde. Fertig. Abschneiden. Und das war's. Und alle Fäden bitte vernähen. Das war jetzt der ganze Spuk von diesem Modell. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle den ganzen Knäuel aufgebraucht, natürlich nicht. Muss dann gleich mal gucken oder bei dem nächsten Projekt gucken, was ich damit anfange. Da wird sich schon was Schönes finden. So. Hier haben wir noch diesen unsäglichen Faden. Den müssen wir natürlich jetzt auch ganz vom Anfang. Müssen wir natürlich auch jetzt hier mit einen Zirrenknoten reinmachen und vernähen. Damit es auch, ne, hat er mal nichts gebracht, ne? Damit das auch hier, ja. Da bleibt, wo es bleiben soll. Mir fehlen hier die Worte. Damit wir dann diese blöde Kette, irgendeine Treppe hier rauskriegen, Kette. Meine Güte. Ich und meine Wortfindungsschwierigkeiten. Einfach hier jetzt so entlang hangeln. Weg ist er. Ne? Allerdings wisst ihr auch immer, wo hinten ist. So, und dann machen wir noch unser, ach ja, unser Bindeband haben wir ja noch. Natürlich, unser Bindeband. Relativ einfach, machen wir wie immer. Eins, zwei. Vorherige Luftmasche rein, neue Luftmasche bilden, feste Masche. Jo, dann gibt es das Tragefoto, Tragevideo als letztes. Gut, das dann bitte so lang, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt dann auch ruhig. Wer noch möchte, kann daraus auch noch Stäbchen oder halbe Stäbchen machen. Würde dann wie folgt gehen. Ihr macht hier zwei Luftmaschen. Wenn ihr jetzt hier am Ende eurer Kette seid, dreht das Ganze von unten nach oben. Macht eure Umschlag auf die Nadel und stecht dann hier ein in die feste Masche, die oben liegt, und euer halbes Stäbchen. Ihr könnt auch ein ganzes Stäbchen häkeln. Ne? Das wäre dann, wären noch mal zwei hier auf der Nadel und noch mal durch. Das ist ein ganzes Stäbchen. Gut, dann bis dann, wenn ich das neue Modell Shorts oder auch, ja, manche sagen da auch Radlerhose zu, ne? Fertig habe und anziehe. Fertig ist es ja. Mal anziehen. So, bis dann. So, ihr Lieben, da seht ihr es, wie es sitzt. Hier habe ich eben halt mein
Es ist genug Beinfreiheit da. Ich habe ihr ein bisschen abgenommen gehabt an den Beinen. Ja, und das hier zeige ich euch gleich nochmal von nahem. Dieses schöne Extra. Wie habe ich jetzt die Kordel eingezogen? Ich bin von innen nach außen und bin dann auch von innen nach außen geendet, damit ich hier die Kordel durchziehen kann. Dafür habe ich halt eben auch dieses Muster genutzt. Diese Reliefstäbchen von vorne und von hinten. Ja. Und so sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich finde sie mega hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so hübsch aussieht. Ja. Was wollte ich noch gesagt haben jetzt? Ja, ich entschuldige mich dafür, dass mir das Handy runtergerauscht ist. Tut mir leid. Und hierzu, zu der Hose, wird es noch ein Oberteil geben, einen Top geben. Ich mache daraus einen Top. Das wird aber dauern. Bitte habt da Geduld mit mir. Ich häkel das ja alles und stricke alles selber. Und ich habe also keine Teststrickerinnen und Häkeltesterinnen hier. Testhäklerinnen, so rum. Ja, deswegen, es kann auch mal 2-3 Wochen von mir gar nichts geben, bis wieder etwas fertig ist. Ja, gut, ich zeige euch gleich nochmal hier das Muster, was hier am Bein ist. Aber glaube ich, kann man auch so schon ganz gut sehen, ne? Wenn ich mal so ganz nah rangehe. Ja, da brauche ich das gar nicht, die Kamera umkippen. Das sieht man so schon wirklich sehr gut. Ich finde es einfach toll. Na klar, werde ich euch das alles verlinken, wo ich es her habe. Ist ja nicht mein Design hier. Aber ja. Auf jeden Fall gibt es noch viele, viele, viele hübsche Kleider und auch solche Sachen, die man sich eben nicht so häufig traut zu tragen. Wo ich aber sage, mache ich doch. Weil ich nun mal nicht so ein altbackener, ja, ich mag das nicht, mit dem Strom zu schwimmen. Ich mache meine eigenen Sachen. Wer das nicht mag, man muss es ja nicht nacharbeiten. Es ist nur das, was ich halt tragen möchte. Jo. Und dementsprechend mache ich das halt so, wie ich das für richtig halte. Wer das nicht möchte, der soll das Abo bitte entfernen. Und ja, oder einfach weiter scrollen, interessiert mich nicht und fertig. Ne? Aber vielleicht erstmal auch alle Videos, die ich so erstelle, anschauen, ob es einem wirklich nicht gefällt, letztendlich. Oder ja, ob man sagt, boah, die Dominus, von der will ich nichts mehr hören. Ne? Also erstmal die Videos generell von mir bis zum Ende angucken. Sonst wisst ihr wahrscheinlich vielleicht von Änderungen nichts, die ich da mache. Und denkt sich, denkt ihr euch dann, warum hat die Dominus das vorher nicht gezeigt? Nee, kann man nicht vorher zeigen, wenn man plötzlich feststellt, oh Gott, es sieht nicht aus oder ich muss manches nochmal ändern. Da fällt mir gerade ein, ich zeige euch jetzt was ich auch ändern musste. Moment. Und zwar ist das dieses Top vom letzten Video. Das musste ich tatsächlich hier, musste ich noch, ich weiß gar nicht wie viel, es sind 10 cm bestimmt, dran häkeln mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen, damit das Ding auch, ich habe es nur bis hier gehabt. So ein Crop Top gemacht, ging nicht. Ich habe zu viel Oberweite. Das Shirt, das Top, das flitzte mir mal nach oben. Da habe ich gesagt, nee, Ende. Hatte noch Stoff davon, also Stoff, Quatsch, Garn davon. Und habe dann gesagt, so,
Das wird geändert. Ich kann es, es sieht natürlich jetzt dann dazu nicht so toll aus, aber ich ziehe es mal für euch an. So, also, ich hatte das Ding bis hier, wisst ihr ja, ne, vom letzten Video, von der letzten Anleitung, und das habe ich jetzt geändert. Ich hatte Gott sei Dank noch Garn, wie gesagt, und habe das jetzt dann von hier bis hier verlängert. Und somit rutscht mir hier nichts mehr nach oben, weil das ist schon super unangenehm, ne? Wenn das, ja, wenn man merkt, oh Gott, oh Gott, ne? Das ganze Top nutzt mir gar nichts, weil ich das nicht lang genug habe. Also ich bin nur auch keine 20 mehr und auch keine 30. Also das mag ich einfach nicht, bauchfrei oder sonst irgendwas. Ich verdecke da schon das, was ich verdecken muss, was ich selber nicht mag. Ne? Kurven zeigen, okay, aber man muss das nicht übertreiben. So, nochmal von hinten die Sicht. Zack. Na? Gut, wie gesagt, habt mit mir bitte Geduld. Es dauert seine Zeit bei mir. Als nächstes wird jetzt zu der Hose ein Oberteil kommen, topmäßig. Soweit die Wolle reicht. Und ja, ansonsten kommt noch für meine Tochter eine Jacke, die schon Ewigkeiten die Wolle hier liegt. Ob ich noch einen Pullover hochlade, das weiß ich jetzt noch nicht. Der wird bald fertig werden, aber ob ich den jetzt schon für den Herbst hochlade, das kann ich euch noch nicht versprechen. Er wird kommen, die Anleitung definitiv, aber ist auch mein eigenes Design dann. Aber jetzt im Sommer, wir gehen auf den Sommer zu. Weiß nicht, ob dann so ein dicker Winterpullover da gut kommt. Könnt ihr mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen. So, Wolle, Häkelnadel wird alles unterm Video verlinkt. Da ist das Wörtchen mehr. Da draufklicken, dann ploppt die Videobeschreibung, Infobox auf und da ist alles zu lesen. So, bis demnächst. Nach der Anleitung kommt dann noch ein Nachtrag über diese schöne Wolle. Unicorn von Hobby. 75% Schurwolle. 25% Polyamid. 100 Gramm, 400 Laufmeter. Mit Nadelstärke 2,5 bis 4 mm. Gewaschen werden muss das Ganze auf 20 Grad, steht hier. Ja. Das hier ist die Farbe 3, Partie 2010. Aber guckt euch mal bitte diese tollen Farben an. Ja, also der Faden ist nicht sehr, sehr dick, ne? Deswegen kann man da auch wunderbar Socken draus machen. Ich mag diese Farben ja, ne? Mit Sprickeln und so. So, das war Farbe Nummer 1. Davon habe ich zwei Stück. Und hier sind ja die die Daten identisch. Merino ist es, jawohl. Merino-Wolle. Nur die Nummer ist eine andere. Nummer 7. Alles andere ist identisch. Ich habe mich diesmal mal für so eine andere Farbe entschieden, weil ich die auch ganz toll fand. Gott sei Dank habe ich mich richtig entschieden, weil ich dachte, das ist hier schwarz. Ist aber kein schwarz, es ist blau. Yay! So, natürlich verlinke ich euch das und natürlich gibt es dieses Angebot noch bis einschließlich. Heute ist Samstag, morgen. Seid da aber schnell, wenn nicht schon alles weg ist. Ja. Und gratis Versand auch noch bis einschließlich morgen. Also schlagt dazu, wenn ihr diese Wolle auch so toll findet wie ich. Ja, ansonsten sage ich jetzt Tschüss.
Bis zum nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr die Glocke betätigen, nachdem ihr den Abo-Knopf gedrückt habt. Dann die Glocke betätigen und dann wisst ihr immer, werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis dann!